Gibt es eine kleine Sensation zu berichten? Klein im wahrsten Sinn des Wortes. Geht es doch jetzt um Jungwölfe aus dem Wolf-Forschungszentrum Ernstbrunn. Die Welpen, die vor 3 Monaten aus Amerika und der Schweiz eingeflogen worden sind, werden jetzt nämlich darauf vorbereitet, sich in das schon bestehende Rudel älterer Wölfe zu integrieren. Robert Morawetz über einen großen Tag im Leben kleiner Tiere. Ein Wolf ist kein Wolf, sagen die Forscher. Wölfe sind eben Rudeltiere. In freier Natur eine Überlebensnotwendigkeit, denn im Rudel jagt es sich besser. Hier, im Wolfsgehege des Schlosses Ernstbrunn, bleibt den Tieren diese Anstrengung aber erspart. So gibt es 7 bis 9 Kilogramm Fleisch pro Wolf, allerdings nicht täglich, sondern circa alle 4 Tage. Aber wenn man glaubt, Wölfe sind reine Fleischfresser, dann irrt man. Das hat uns ja auch überrascht. Wir haben im Gehege bei den großen 3 Äpfelbäume. Es kann ja auch vorkommen, dass unsere Wölfe tagelang nichts anderes als Äpfel fressen. Die können halt bis 20 Stück in 10 Minuten verputzen. So, das ist unglaublich. 24 Stunden am Tag ist die Trainerin derzeit bei den Wölfen. Und auch mit dem Projektleiter wird gespielt, geschmust und herumgebalgt. Und dann der große Moment. Aragorn, ein 1-jähriger Wolf, wird in das Gehege der 3 Monate alten Welpen gebracht. Die Gefahr dabei besteht darin, dass Wölfe kleine Welpen, die nicht von ihnen sind, manchmal töten. Ab einem gewissen Alter allerdings werden die Kleinen adoptiert. Und der Experte hat die Vorzeichen natürlich richtig erkannt. Ein Hinweis darauf, dass wir geistig schon ein Rudel haben, ist, wenn wir einen kleinen Wolf rausnehmen und einen Leinenspaziergang machen, auch das tun wir hier, dann beginnen die alten Wölfe, also die Jährlinge, zu heulen. Also das ist für die bereits Teil des Rudels. Noch wiegen die Kleinen gerade mal 20 Kilo. Wenn sie dann im Oktober aber mit den 50 Kilo schweren großen Wölfen auf Dauer zusammen sein werden, dann ist das Wolfsglück perfekt.